hereinspaziert ins Continental Hotel. Die Türen sind wieder auf, der Concierge erwartet uns und John Wick zieht auch im dritten Kapitel wirklich vor nichts zurück. Mein lieber Scholli, John Wick Kapitel 3, ab dem 23. Mai bei uns in den Kinos. Lassen Sie uns beginnen. Stehen mir eure Dienstleistungen immer noch nicht zur Verfügung? Was brauchst du? Waffen. Und zwar viele Waffen. Dieses Jahr ist großes Jubiläum, 20 Jahre Matrix und wir haben auch noch ein kleines Mini-Jubiläum, immerhin 5 Jahre John Wick. 2014 war es tatsächlich soweit, als der erste John Wick bei uns in die Kinos gekommen ist. Schon da haben die Regisseure gesagt, ja, theoretisch könnte das hier zum Franchise werden. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wem du es angetan hast. Diesem Niemand? Ja! Dieser Niemand. Ja! John Wick. 5 Jahre später wissen wir, genauso ist es gekommen. Kurz zum Titel. Ich würde gerne bei John Wick 3 oder Kapitel 3 bleiben. Im Original gibt es ja noch diesen Untertitel Parabellum. Der steht auch auf den deutschen Plakaten mit drauf. Alle Lateiner werden kurz aufschreien, weil sie ihre tote Sprache endlich mal benutzen können. Ich hörte, dass Parabellum so viel bedeutet wie bereite den Krieg vor. Keine Ahnung, ob das stimmt. Inhaltlich passt es aber. Den Rest findet ihr einfach selbst raus. Wird im Film nämlich überraschenderweise geklärt. Da wir es mit einem dritten Teil zu tun haben, brauchen wir jetzt aber sicherlich nicht nochmal bei A wie Auftragskiller anfangen. Eigentlich ist John Wick ja Rentner, seine Auftragsmorde, mit denen wollte er nichts mehr zu tun haben. Viele, sagen wir mal vorsichtig, unglückliche Zufälle haben trotzdem dazu geführt, dass er jetzt von der gesamten Welt verfolgt wird. Am Ende von Teil 2 wird das Kopfgeld aus der Hohen Kammer auf John Wick aufgestockt, beziehungsweise sogar verdoppelt, 14 Millionen Dollar und die Jagd auf John Wick wurde auf die gesamte Welt ausgeweitet. Auf seinen Kopf sind 14 Millionen Dollar ausgesetzt. Und jeder in der Stadt will etwas davon haben. Die Chancen stehen 50-50. Doc, noch 5 Sekunden. John Wick, Exkommunikation tritt in Kraft in 3, 2, 1. Und das Spiel beginnt. Er ist jetzt ein Ex-Kommunikado. Es gibt wenig Begriffe, die im Film wirklich öfter fallen als der. Einfache Grund, er hat gegen die goldene Regel verstoßen und auf dem quasi heiligen Boden des Continental Hotels einen Mord gegangen. Absolut verboten, das ist ja quasi die tötungsfreie Zone. Jetzt ist John also auf der Flucht. Gütigerweise bekommt er vom Hotelmanager Winston eine Stunde Vorsprung, bevor alle anderen das Go bekommen und die Jagd auf ihn eröffnet ist. Nach dieser Stunde erlischt aber wirklich alles an Privilegien, was John Wick so hat. Schwer mitgenommen, versucht er irgendwie aus New York rauszukommen. Körperlich haben ihm die letzten Auseinandersetzungen ordentlich zugesetzt, was jetzt seine Fluchtgeschwindigkeit nicht unbedingt erhöht. Sein Ziel? Erstmal irgendwie raus aus New York und Umgebung. Im Hinterkopf hat er nämlich 2 Personen, die ihm vielleicht Zuflucht geben könnten. Eine davon ist Sophia, gespielt von Halle Berry. Du hättest nicht kommen sollen. Schicker Anzug. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Damit ist tatsächlich schon der Inhalt erzählt, den ihr braucht, um genug über den Film zu wissen, aber selbst auch noch genug habt, um es dann im Kino entdecken zu können. Weil ich vermute mal, dass auch dieser dritte Teil als Erfolg verbucht werden kann. Knapp 260 Millionen Dollar haben die Kapitel 1 und 2 in die Kinokassen gespült. Es ist jetzt kein Über-Über-Erfolg, aber dann doch beachtlich. Das vielleicht Wichtigste für die Hardcore-Fans von John Wick bleibt aber die FSK 18. In Kapitel 2 wurde die ja auf 18 angehoben, ja auch nicht ganz zu Unrecht. Es war ein Headshot-Festival, bei dem ich irgendwann aufgehört habe, Statistik zu führen, wie viele jetzt eigentlich umgenietet wurden. Wer mit diesem Ziel in Kapitel 3 geht, dem wünsche ich auch schon mal viel Spaß. Weniger wird es nämlich sicherlich nicht. Einen kleinen moralischen Part, den schmeiße ich gleich nochmal ein, schön mit erhobenem Zeigefinger und Oberlehrerhaft. Aber wir müssen bei all der Gewalt im Film einfach mal festhalten, viel besser kann man Kampfszenen nicht inszenieren und choreografieren. Es ist einfach der Wahnsinn, wie der wirklich fast in jeder, ja, wie in so einer Tanzperformance durch die Szenen gejagt wird. Nicht nur schauspielerisch ist das unter dem Action-Aspekt ein absoluter Hammer, auch wie die Kamerafahrten da durchgehen, wie die Sets designt sind. Diese hyperrealen Sounds
bei Schlägen, Tritten, Schüssen, wenn da die Klingen von Messern und Schwertern rasseln und man mittendrin im Kino sitzt, einem soundtechnisch wirklich rechts und links alles um die Ohren fliegt, dann ist das schon mehr als beeindruckend und am Ende wirklich das Herzstück dieser Filmreihe geworden. Und bis jetzt haben Sie mich nicht enttäuscht. Es war schon in Teil 1 ein wirklich hoher Actionstandard, weil schon da mit Regisseur Chad Stahelski, ja, Keanus Stunt-Double aus der Matrix-Zeit mit am Start war. Chad ist bis heute an Bord der John Wick-Filme und da entsteht natürlich auch eine Synergie, eine Art blindes Verständnis und ein Gefühl für diese Filmreihe. Ich mag es, wenn sich ein Team findet, das dann auch durchgängig gemeinsam an den Projekten weiterarbeitet. Das haben wir eben hier mit Keanu Reeves, mit Chad als Regisseur und mit Derek Kolstad als Drehbuchautor. Und auch das Produzententeam ist das gleiche geblieben. Und es gibt natürlich auch genug Gegenargumente dagegen, dass, wenn man sagt, naja, irgendwann läuft sich das vielleicht auch ein bisschen tot, frische Ideen fehlen und vielleicht lebt man dann auch in so einer John Wick-Bubble, in der dann gearbeitet wird. Aber es gibt eben in dieser Filmreihe eine echte Identität, wie so ein Bündnis zwischen den Machern, die nach zwei Filmen einfach ziemlich gut wissen, was die Fans erwarten. Und ehrlich gesagt sind die Erwartungen ja auch ziemlich schnell geklärt. Boom, boom, Story drumherum, gerne, aber jetzt nicht unbedingt so ein großes Muss. Ich bin zumindest auch so in diesen Film gegangen und habe eines bekommen, den Boom-Boom-Teil. Wer glaubt, dass alles schon ausgereizt ist an Schusswechseln, Motorrad- und Autostunts? Keine Sorge, nein, es gibt noch eine derbe Steigerung und es steigert sich wirklich alles. Es war so, dass ich die erste halbe Stunde im Film mit offenem Mund da gesessen habe, zwischendurch auch irgendwie so in den Pullikragen verkrochen und immer wieder musste ich laut lachen. Nicht, weil es so irrsinnig witzig ist, wie da gemetzelt wird, sondern es war eher bei mir wie so ein Ventil, weil wirklich kaum zu glauben ist, was John Wick da abzieht. Es bereitet einem absolut körperlichen Schmerzen beim Zugucken, nochmal FSK 18 und die wird echt ziemlich detailliert ausgenutzt. Jetzt der moralische Einwurf, nur fürs Protokoll. Ja, natürlich können wir jetzt anfangen zu diskutieren, ob man in der heutigen Zeit so einen Film produzieren muss. Diskussionen über Waffengesetze, die Frage, wie einfach man an Waffen kommen darf, wo hört Selbstverteidigung auf und so weiter und so fort. Wenn ich sage, dass ich im Kino sitze und laut lachen muss, wie krass Menschen da aus dem Weg geschafft werden, dann stellt sich bei Kritikern möglicherweise natürlich auch schnell die Frage, ob das alles nicht auch waffen- und gewaltverherrlichend ist. Das ist mir alles bewusst, aber ich nehme diesen Film einfach so hin. In einem dritten Teil weiß einfach jeder oder muss einfach jeder wissen, was passiert und auf was man sich einstellen muss. Wir werden diese Diskussion hier jetzt sicherlich nicht endgültig und für alle verbindlich klären können. Es muss einfach jeder wissen, ob das für ihn oder sie okay ist und danach entscheiden, ob man sich diesen oder andere Filme dieser Art geben möchte. Moralischer Aspekt für diese Review damit abgehakt. Sophia, wir stürmen da nicht einfach rein, so wie früher. Wir wollen uns nur unterhalten. Das wäre das erste Mal, dass du dich nur unterhalten willst, Johnny. Die Action habe ich, glaube ich, schon genug auf den Sockel gestellt. Die ist absolut irre. Sie hat auf Dauer im Film aber ein Problem. Nicht nur in dieser Trilogie gibt es zu viele Muster, die sich wiederholen. Auch innerhalb von Kapitel 3, jetzt, hatte ich sogar schon im Film das Gefühl, ja, ey, pass auf, ich habe alles gesehen und zwar mehrfach. So sehr versucht wird, sich von Film zu steigern, so muss das eben aber auch in einem abgeschlossenen Film eine Art Aufbau geben. Und so hardcore, wie dieser Film loslegt, ist es einfach auch über 2 Stunden hier kaum mehr zu steigern, was in den ersten 30, 40 Minuten passiert. Danach wird es ein bisschen Dauerschleife. Und was zwischen den einzelnen Schlägereien, Schießereien und Kämpfen passiert, also der eigentliche Plot, der wird dann nochmal ein bisschen dünner und zieht sich wirklich extrem. Ja, es gibt eine Story und die entwickelt sich auch so ein bisschen aus den bisherigen Horizonten der Reihe heraus, aber es war mir persönlich am Ende dann einfach zu wenig, um mich als Zuschauer über die komplette Zeit dran zu halten. Mich verliert es zwischendrin einfach und das sollte ein Film eigentlich versuchen, tunlichst zu vermeiden. 2 Worte habe ich noch zu Keanu Reeves. Über seine legendäre Rolle als Neo ist eigentlich alles gesagt, aber dass er es mit John Wick nochmal schafft, über eine Trilogie hinweg so sehr mit einem Charakter zu verschmelzen, ich finde das sehr, sehr groß. Es gibt für mich nicht viele, die das vor allem mit so einer Authentizität schaffen. Und all das geschieht warum? Wegen eines Hundes? Es war nicht nur ein Hund für mich. So, mein ganzes Gelaber von gerade nochmal schnell durch Sieb gerüttelt. John Wick Kapitel 3 ist, was die Action angeht, wirklich die richtig feine Klinge. Unglaubliche Kampfszenen, extrem hart und brutal, aber eben auch dann jetzt so ein bisschen gefühlt am Ende der Machbarkeit angekommen. Und gleiches gilt für die Story. Damit erzähle ich, denke ich, keinem was Neues. Jeder, der sich auf den Film freut, wird es vermutlich eben wegen der Action machen. Die ist fantastisch. Ende aus.
Damit seid ihr eigentlich ganz gut auf diesen Action-Ritt vorbereitet und hiermit entlassen. Vorher aber bitte nochmal schnell dafür sorgen, dass ihr die Filmfabrik abonniert und natürlich auch die Glocke aktiviert ist. Dann verpasst ihr hier nämlich nichts mehr. Zum Beispiel das andere Gemetzel, Game of Thrones, die Specials und die Folgenbesprechungen. Dazu verlinken wir euch auch nochmal. Damit bin ich für dieses Video eigentlich auch am Ende. Ich entlasse euch in John Wick. Falls ihr ihn gesehen habt, gerne in die Kommentare posten, wie es euch ergangen ist, was ihr von John Wick erwartet und ob ihr zufrieden seid damit. Keanu Reeves hat ja gesagt, nach Teil 3 könnte für ihn Schluss sein. Habt ihr Bock auf mehr? Dann sagt uns das gerne. Ich muss zum Schwertkampftraining. Bis dahin, macht's gut. Ciao.